Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Quizshow und zwar heute mal zu Formel 1. Yes. Dazu haben wir natürlich die absoluten Experten rangeholt. Zunächst natürlich unseren wunderbaren Gast Dave Gaming. Hey Dave! Hallo! Hallo Dave, schön, dass du mitmachst, um ein bisschen Kompetenz hier reinzubringen. ansonsten sind noch Jonathan und Peter da, ich darf Hallo. Das Ganze moderieren. Ich werde Dave challengen. Wir haben gleich 40 Fragen. Über die Formel 1, sowohl, weiß ich nicht, letzte Saison, generell über die Formel 1, also es ist nicht nur letzte Saison. Dabei sind auch 5 Schätzfragen. Pro richtige Antwort von euch gibt es 3 Punkte. Pro falsche Antwort bekommen die Gegner jeweils 1 Punkt. Solltet ihr buzzern, bevor die Frage zu Ende gestellt ist, dann müsst ihr natürlich antworten, aber danach, wenn falsch ist, stelle ich die Frage natürlich nochmal. Und seid ihr bereit? Ja. Jawohl. Yep. Dann beginnen wir mit Frage 1. Dankeschön an dieser Stelle. Achso, Moment. Dankeschön an dieser Stelle übrigens an Victoria. Danke, Victoria. Da kommen die Fragen her. Sehr ausführlich mit Anmerkung und Quelle. So haben wir das gerne. Also, Frage 1. Dieses Jahr gibt es 3 Rookies auf dem Grid. 4, wenn man Fernando Alonso dazu zählt. Schumacher startet mit der Nummer 47. Mazepin mit der 9 und Tsunoda? Keine Ahnung, Alter, mit welcher fucking Nummer Tsunoda startet. 14 Jay. War das. Nee. Das ist Alonso. Moment, wir, warte mal. Wir haben keine Punkte gekriegt. Ja, ja, genau. War eventuell noch nicht eingestellt. So, Moment. Peter und Dave kriegen Punkte und Dave hat natürlich direkt jetzt die Chance, noch mehr zu kriegen. Scheiße. 53? Wieso hat Dave jetzt einen Punkt bekommen? Ne, Punkte für falsche Antworten. Peter kriegt auch noch einen Punkt. Punkte für alle anderen bei falscher Antwort. Da, nicht Punkt für falsche Antwort. Ja, Peter braucht auch noch einen Punkt. So. Welche Nummer hat der denn? Alter, keine Ahnung, welche Nummer Tsunoda hat. Ich dachte 14. Aber wir können ja durch. 14 ja hat er Alonso, fest. Ne? Scheiße. Richtig. Ich weiß auf jeden Fall, ich bekecke mich jedes Mal davon. 5 hat Vettel, das weiß ich. Ich bekecke mich jedes Mal, wenn ich den 31er Ocon sehe. Also, seine Lieblingsnummer ist... Oh, ist es die 22? Hä? Die 22. Als ob noch eine Schnapszahl frei war, oh mein Gott. Die Lieblingszahl ist von ihm eigentlich die 11, aber die, wie wir alle wissen, ist sie natürlich belegt von Checo. Na klar. Und deswegen hat er sie einfach verdoppelt. Ah lol, es gab ja auch dieses Bild, wo jemand geschrieben hat, dass es so satisfying ist, dass die 22 vor der 33, vor der 44, vor der 55 war. Die Stimmt. von, die Nummern von Grosjean und meinetwegen Magnussen, sind die jetzt theoretisch wieder freigegeben oder sind die jetzt erstmal blockiert noch? Die sind frei. Weiß ich gar nicht. Die können jetzt frei sein, einfach sitzen, snacken. Jo. Meinst du, es gibt so eine Übergangsphase oder was? Ja genau, also ja, was ist nicht. Denn, wenn du halt mal ein Jahr nicht fährst? Wie war es denn bei Ocon? Ich glaube, da hast du Pech gehabt. Dann ja, wer will denn den 31er haben? Wäre voll geil, wenn jemand Alonso die 40 gesnackt hätte. Also, da, wir bleiben ein bisschen bei den Nummern. Die erste Frage war schon mal schön, hat für insgesamt 7 Punkte gesorgt. Frage Nummer 2. Mit dieser Nummer fährt er jetzt seine komplette Formel-1-Karriere. Doch wann wurden eigentlich die permanenten Fahrernummern eingeführt? Dave. 2014. Korrekt. Okay. Ist das schon so lange her? Das ist schon echt lange her. Seitdem haben wir auch nicht mehr die 1 in der Formel 1 gesehen, by the way, als Auto. Ich dachte, das wäre immer schon so gewesen. Und also du Rosbergs kannst 2 bis 99 wählen. Die einzige wollte. Nummer, die du nicht nehmen darfst, ist halt die 1. Da kann der amtierende Champion halt entscheiden, ob er damit fahren möchte. Ich glaube, Hamilton ist da nicht so ein Freund von. War es Rosberg oder Vettel, der meinte, yo? Also Vettel nimmt die 1. Vettel hat die 2014 noch und Hamilton für so ein Training oder so. Rosberg hat die Kündigung genommen quasi, als er Champion war. Vielleicht eher gegeben, nicht genommen. Frage Nummer 3. Welcher Grand Prix fand in der 2010er Saison zum ersten Mal im Rahmen der F1 statt? A. China. Oh. B. Korea. C. Korea. Ich habe nur gewartet, bis noch Indien eventuell kommt, aber es war, glaube ich, 2011. Nee, China. Genau. Ja, China war 2004, Indien war 2011 und Vietnam ist bisher durch Corona und so weiter. Ich habe Abu Dhabi überlegt.
Was überlegt? Ich hatte Abu Dhabi überlegt. Das war, glaube ich, 2012 zuerst. Okay. Das weiß ich nicht, wann das zuerst war. Aber ich glaube, das ist. Ja, alles okay. Klar. Ich weiß, auf wann ich mich einlasse. Ich will Peter besiegen. Ich brauche einen Punkt. Okay, dann vielleicht jetzt bei Frage 4. Das erste Rennen der Saison findet dieses Jahr in Bahrain statt. Zum wievielten Mal ist es somit der Season Opener? Peter. Zum ersten Mal. Das ist falsch. Dave. Zum dritten Mal. Das ist korrekt. 2004, 26, 21 jetzt. 6, 10, Peter gleichgezogen. Steht hier. Ach, 2000. Okay, fuck, ja. Stimmt, 10. Aber mach dir nichts, du hast trotzdem die Punkte. Also, what the fuck? Ne? Also, aktueller Punktestand nach. Du bist ein laufendes Lexikon. Das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß noch, du hattest Angst gehabt, ich hätte eine Schnitte gegen dich. Ja, ich sag mal so: bei den Fragen, wo es halt richtig in die Tiefe geht, glaube ich, habe ich einen Vorteil gegen dich. Aber da, wo wir halt beide was wissen können, da glaube ich, bist du halt super schnell. Aber hier zum Beispiel wusste ich halt, 2006 habe ich mich an was erinnert und. Warum auch immer ich 2004 gesagt habe, 2010 Alonso-Sieg, habe ich mich auch dran erinnert. Mal gucken, jetzt. Also wir kommen, Frage 5 geht, vielleicht ist Jay da, ist halt so eine Frage, wo Jay schnell ist, ja? Wer weiß. Denn wir bleiben bei Bahrain. Den ersten Grand Prix in Bahrain gewann nämlich Michael Schumacher. Der gewann ja insgesamt recht viel und vor allem auch mehr als sein Bruder Ralf. Doch wie viel mehr Grand Prix-Siege hat er zu verzeichnen? 84. Das ist falsch. Das war keine Schätzfrage, ja? Ich musste jetzt also die Anzahl. Keine Schätzfrage. Vor allem fand ich es geil, ja, mit Schnelligkeit kann Jay das lösen. So. Wie viel mehr Sieger hat er als keine Ahnung? 85. Oh. Er 6 oder 7 Siege hat. Genau, Ralf hat 6 Siege und Michael halt 91. Guck mal. Wenigstens etwas. Ja, boy, Peter, jetzt bist du delivered. 2 Punkte aufgeholt. Ich glaube, der dritte Platz ist mir sicher heute. Ja. Mein Treppchen. Weil die vierte Person hat aufgegeben durch Nicht-Erscheinen. Christian Horner würde ich jetzt schon beobachten, weil kommst du ja. Kein Sorry, Guys. Frage 6. Insgesamt gibt es übrigens 7 deutsche Rennsieger und 6 brasilianische. Aber wie viele brasilianische Weltmeister gibt es denn? Peter. 2. Schade. Einfach schnell gedrückt, irgendwas gesagt. Die Namen haben wir alle schon gehört. Jay. Dann, also da Peter 2 gesagt hat, mir fallen schon 2 ein, tippe ich mal auf 3. Weißt du wer? Fittipaldi, Senna und? Nelson Piquet. Ah, Piquet, stimmt. Stimmt. Sogar dreimal. 81, 83 und 87. Nein, den habe ich nicht mehr gedacht. Aber die 2 hat auf jeden Fall geholfen. Belastend. Ja, ich denke mal an. Wir also können an gemeinsam gegen Dave antreten, Jay. Unsere Punkte kombiniert. Zusammen am Ende. Oh, dann müssen wir die ganze Zeit falsch antworten. Ja. Dann kriegt er ja auch einen Punkt. Dann kriegt er doch auch einen Punkt. Das stimmt, aber dann verlieren wir nicht, weil wir falsch antworten. Ja, das stimmt. Ja, bei die Methode könntet ihr jetzt mal 2 Punkte holen. Ja, aber ich meine, wenn ihr, also das Problem ist nur, wenn ihr die ganze Zeit falsch antwortet, kriegt er auch Punkte und wenn er dann richtig antwortet, dann... Ja, das System hat noch Fehler, aber gucken wir mal. Frage 7. Formel 1. Wir sind jetzt erstmal durch mit Zahlen. Ach, Gott sei Dank. Kommen wir zu Buchstaben. Oh Gott, wofür steht Hans? Hans? Head and Neck Support. System. Richtig. Hans. Also, das ist ein kragenförmiger Kohlefaseraufbau, der mit den Schultergurten am Oberkörper fixiert und durch entsprechende Bänder am Helm befestigt. Vom Sehen. Das sieht man, also gerade jetzt bei Drive to Survive sieht man das öfter. Ja. Also das Halo hat ja schon ewig viele, ich sag mal, schwere Verletzungen bewahrt, aber ist beim Hans denn das so krass gewesen? Also gab es da so heftige Durch die stabilisierende Sachen? Wirkung werden bei einem Unfall extreme Beschleunigungsbewegungen des Kopfes vermindert und gefährdende Halskräfte reduziert. Es wird verhindert, dass der Kopf des Fahrers bei einem Unfall am Cockpitrand oder Lenkrad aufschlägt. Ja, also die 56G von Grosjean, ich glaube, da hat er schon Ja, wahrscheinlich wirst du das einfach nie mitkriegen, dass du quasi da, dass das Hans-System da so viel funktioniert. Das ist ja in jeder Rennserie quasi. Das ist ja auch nicht so umstritten.
Also das muss man gar nicht verteidigen, ja, Halo, weil niemand was dagegen hat. Wer Halo noch irgendwie am Anfang war Kacke es ja findet, so. Ich bin sehr gespannt. Letztens gab es die Frage bei Frag Pete's Meat, was wir denn von, also ob wir uns das Tanken in der Formel 1 zurückwünschen würden. Die Folge muss ich mir dann mal angucken, wer da sowas geantwortet hat, vor allen Dingen. Ja, Brams Antwort interessiert mich am meisten. Okay, also aktuell 19 Punkte Dave, J9, Peter 3 und wir kommen zu Frage Nummer 8. Wie nennt man den ersten Platz in der Startaufstellung? Au, du Sack, Alter. Okay. Oh. Das ist dann wohl die Pole Position. Also Platz 1. Ja, zwischendurch muss da auch mal eine Schnelligkeitsfrage rein. Frage 9. Apropos Pole Position. Lewis Hamilton hatte die meisten Pole Positions 2015, 16, 17, 18 und 20. Wer konnte ihm den Rang 219 ab? Er muss ja dann Bottas sein. Nee. Alter. Ja. Sebastian Vettel. 2009. Nein. Nein! Charles Leclerc. Charles Leclerc. Alter, das ergibt mehr Sinn. Vier Stück, Gott, oder? Ich bin schon einfach sieben. So. Ich bin einfach schon so in dieser Mercedes-Dominanz drin, dass ich natürlich halt dann Bottas denke. Ja, du hast halt einfach das Cheater-Jahr von Ferrari ausgeblendet. Ja, habe ich auch. Also von deinen 21 Pole-Positions hat Leclerc 7 in seinem ersten Jahr bei Ferrari gehabt. Hat irgendjemand voll anderes? Voll geil, weißt du, wenn da so Anmerkungen beisteht, wie man glänzen kann, weißt du? Wusste dir sowas etwa nicht? Hatte wenigstens jemand anderes 4? Das kann ich dir leider nicht sagen. Okay. Hä, aber es hatte niemand mehr als 4 Pole-Positions in dem Jahr? Nee, 7. 4 war falsch. Ach so, lol. Ja, okay. Also, ich kann dir kurz zu 2019, kann ich dir sagen, nee, Australien war Hamilton, Bahrain alles Leclerc, gut. China Bottas, Aserbaidschan Bottas, Spanien Bottas, Monaco Hamilton, okay. Kanada Vettel, Frankreich Hamilton, Austria, hoppla. Was war nochmal Shanghai? Bottas, ja. Hamilton, Verstappen, Leclerc, Vettel, Leclerc, Bottas, Verstappen, oh. Zweite Hälfte lief ganz gut für Leclerc. So. Frage Nummer 10. Wer hält denn den Rekord für die meisten Pole Positions in einer Saison? Jay. Ich sag einfach mal Hamilton. Peter. Dann sag ich Schumacher. Dave. Vettel. Vettel it is. Ach, scheiße. 2013? 2011. 15 von 19 Poles hat er geholt. Ich bin halt davon ausgegangen, dass da die meisten Rennen gefahren wurden in der Hamilton-Ära. Deswegen habe ich auf Hamilton gezählt. Wenn man jetzt aber wieder runterrechnet, steht hier noch bei, anteilig, also auf prozentual gerechnet, wäre es Nigel Mansell 92 mit 87,5%. Alter. Ja, da hast du aber dann nur so 14 Rennen gehabt oder so. Und da hat er halt 12 gewonnen. Ja, ja. Genau. Okay, Dave hat die 30er Marke geknackt. Ja, wir auch fast zusammen. Jetzt kommen wir zu einer ersten Schätzfrage. Dürft ihr dann alle eingeben. Dave kennt sie bestimmt. Und zwar wie folgt. Wie alt war Louis Chiron als ältester Pilot aller Zeiten, als er 1958 bei der Qualifikation des Monaco GP antrat? Ach, Moment. Alonso ist ja schon fast so alt. Also bitte in Jahren. Hm? Alonso ist schon fast so alt. Ja, so 40, ne? Ja, das war mein Tipp. Erst so um den Dreh herum. Aber da habe ich gedacht so, na? Okay, ich sehe drei Antworten. Hier steht noch bei, am Rennen selber nahm er überhaupt nicht teil, denn dafür war er im Qualifying nicht gut genug. Wow. Dafür wurde nach ihm immerhin der Bugatti Chiron benannt. Ist ja auch mal was Schönes. Also, Peter tippt, der war 58 Jahre. Lol. Jay tippt, der war 57 Jahre. Oh mein Gott. Und Dave sagt, er war 63. Oh, Alter, also. Peter, du bist ich beim ersten Tipp bleiben ich bin können. Am Arsch, ja. Ich hatte 48 halt erst im ersten Tipp gehabt. Da dachte ich mir, so alt ist halt fast Raikön und Raikön Alonso schon fast. Deswegen, und früher war das noch eine andere Zeit.
sind die älter gewesen. Pass auf, jetzt ist er 70 oder so. Nee. Einer hat genau getroffen, und zwar Peter, der war 58. Nein, natürlich kriegt er nicht 58. Lol, ich habe 58 genommen, weil er 1958 war. Oh mein Gott, bist du ein daneben und dann kriegt Peter den goldenen Treffer. Come on. Ja, ist lucky. Okay, also ich weiß nicht, ob wir das ausführen lassen wollten, aber die nächste Frage hat wieder A, B, C, D. Ja? Okay. Wie ihr möchtet. Mhm. Frage 12. Welcher Fahrer hält den Rekord für 161 Rennstarts, aber keinen davon aus der ersten Reihe? A. Johnny Herbert, B. Martin Brundle, C. Oliver Panis oder Pastor Maldonado? Peter. C. Heißt der Oliver Panis? Ich dachte, der Olivier heißt Olivier Pani. Genau. Theoretisch Olivier ausgesprochen. Panis, aber Penis habe ich nur mal vorher genannt. J. Das dürfte Martin Brundle gewesen sein. Jave. Oh. Dann ist es Johnny Herbert. Dann ist es Johnny Herbert. Okay. Herbert hatte einen Sieg, Panis hatte einen Sieg, Maldonado hatte einen Sieg und Brundle, glaube ich, keinen. Ja, Quali-Pace und Renn-Pace. Ich hatte es auch nicht gewusst, ich habe es nur nach Ausschlussverfahren gemacht. Also Johnny Herbert hatte 3 Siege. Drei sogar? Keine Pole-Position. Das war aber dann 95. Also, das muss ja 95 gewesen sein. Das weiß ich nicht genau. Ja. Frage Nummer 13. Was entscheidet über den Meisterschaftstitel, wenn am Ende der Saison 2 Fahrer punktgleich sind? Mehr Siege, dann mehr zweite Plätze, mehr dritte Plätze, mehr vierte Plätze etc. Die Anzahl der Siege hätte schon gereicht. Wenn alle Platzierungen gleich sind, entscheidet die FIA nach eigenem Ermessen. Wenn alle Siege gleich sind, entscheidet die FIA nach eigenem Ermessen? Was ist das denn für eine geile Frage? Was? Regel? Echt? Ja. Also, okay. Gibt ein Sportlexikon, Link dahinter, da ist dann alles erklärt, aber... Nach eigenem Ermessen, das ist ja auch so Jean Todt... Ferrari oder Mercedes? Oder wem gebe ich denn da den Sieg? Guck, ich glaube so, dazu muss es aber erstmal kommen. Das ist absolut geil. Die Vorstellung. Ich weiß nicht, vielleicht würfeln die ja dann auch. Oder also, ich finde das immer ganz schön zu sehen. Geil. Ja, fürs Team vielleicht nicht so. Oh, was es da für lustige Vorstellungen geben würde. Keine Ahnung, irgendwie so... Vorher gibt's noch mal einen schönen Sieg-Empfang bei Ferrari. Hamilton weißt du? Oder Bottas alleine. So, ja, schade, Bottas, aber Hamilton finde ich cooler. Den 8. Titel einfach. Schade, hast du wieder nicht geschafft. Tut mir leid, er lässt sich besser vermarkten. So sympathisch ich den Mann auch finde, aber ich glaube nicht, dass er die gleiche Anzahl der Siege wie Hamilton Oder wenn es zu Stroll und keine Ahnung, Hamilton kommen sollte und einfach Lawrence die 4 kaufen. Wie viele geile Sachen es geben würde. Okay. Das wäre so rigged alles. Ich hoffe, er guckt nicht zu. Also, Dave 37 Punkte, Jay 15, Peter 9. Wir kommen zu Frage Nummer 15. Ein Team, welches... Moment. Nee, Blödsinn. Wir kommen zu Frage 14. Ach, da bin ich ja Zeit verrutscht. Entschuldigung. Welches Team musst du kurz vor Saisonstart 2017 Insolvenz anmelden? Peter. Keine Ahnung. Da, Racing Point. Force India hieß das damals. Was? Nee, Racing Point ist falsch. Schade. Das war Manor/Marussia. Das war Manor. Manor war das. Ja, Force India hatte doch da auch mal Probleme. Naja, aber nicht 2017, sondern nicht 2017, das ein bisschen war später. 2018 oder 2019, oder? 18, ja. Ganz weit weg von 2017. Und jetzt kommt Frage 15. Ein Team, welches diesem Schicksal in 2018 Force India. Als ob. Okay, die Geschichte muss erst noch zu Ende erzählt werden, glaube ich. Ein Team, welches diesem Schicksal in 2018 gerade noch entgehen konnte, war der Rennstall Force India, wie Peter immer so schön sagt. Wie heißt der kanadische Billionär, der das... Nein! Lawrence Stroll. Das ist korrekt.
Hättest du nicht Lenz sagen können? Ich finde halt in diesem Drive to Survive, wie der dargestellt wird, einfach, der ist einfach 2 Meter groß. Der ist halt wirklich so eine, der ist halt echt so eine Präsenz da, wenn er in diesem Raum ist. Also die, das ist krass. Vom Typen sind komplett unterschiedlich. Sind Lawrence Stroll für mich und Zac Brown. Zac Brown kommt irgendwie wie so ein sympathischer Brummbär so ein bisschen rüber. Ja, cooler Onkel. Ja. Lawrence Stroll ist, glaube ich, so ein, der geht so ein bisschen in die Richtung von Christian Horner. Der frisst dich einfach, weißt du, wenn... Entweder kauft er dich, wenn es nicht passt, oder der feuert dich einfach. Nur, dass er halt das Doppelte von Christian Horner ist. Ja, gut, also das stimmt schon. Also ja, und der Sohn von Lawrence ist ja auch das komplette Gegenteil. Der könnte so eine Pate-Remake mitmachen, glaube ich. Ja! Oder den Kingpin oder Ring, sowas Alter. Einfach. Den könnte er ja auch einfach darstellen, das wäre geil. Ja, er war schon sehr emotional, als die Leute alle vom pinken Mercedes geredet haben. Und so. Ja, Frage Nummer 16. Genauer Name ist hier wichtig, steht schon mal da. Oh Gott. Wie heißt das Team seit seinem Relaunch in 2021? Dave. Racing Point? 2021 ach Gott. Relaunch. Oh, ja. Oh. Jay. Aston Martin Racing. Da hier genauer Name steht. Ach komm, ich drück auch die ganze Zeit, ihr Ficker. Aston Martin Cognizant F1 Team. Wow. Ach komm, ey. Das mit dem Cognizant, das hätte ich nicht. Also. Okay, scheiße. Ich habe halt komplett das Jahr verpennt. Aston Martin Cognizant Formula One Team. Ja. Frage 17. Auch das neue Team unseres Lieblingsrookies Fernando wurde dieses Jahr neu gebrandet. Stimmt, das hätte man auch nennen können. Doch, wie hieß Alpine, bevor es 2006. Jay? Scheiße, Renault. Nee. Auch Peter? Lotus. Lotus F1 Team. Wie hieß das Team, bevor es 2016 zum Renault-Werksteam wurde? Oh Gott. Lotus. Stimmt. Die hat noch coole Farben. Ja, ja. Gut predicted, aber Peter. Ja. Hab Problem. So, 46 für Dave, 21 für Jay, 16 für Peter. Oh, reicht noch nicht ganz. Nee. Frage 17, woo! Auch das neue Team. Ach nee, Moment, die hatten wir ja gerade. Frage 18 ist nämlich die Schätzfrage. Guck mal, ich dürfte wieder tippen. Wie lange dauerte das kürzeste Formel-1-Rennen aller Zeiten, welches nicht durch eine rote Flagge beendet wurde? In Minuten? Oder Stunden? Kannst du mir in Stunden und Minuten angeben. Oder, also, kannst entweder schreiben, so und so viele Minuten oder so und so viele Stunden und Minuten. Nur halt nicht Sekunden. Oder ein bisschen doof. Das kürzeste Rennen aller Zeiten, was nicht durch eine rote Flagge beendet wurde. Oh Mann, ey. Das ist ein krasser Hinweis zu wissen, welches Rennen das war. Ich glaube, das ist noch nicht allzu lange her. Oder? Kann mir halt vorstellen. Oder gibt's irgendwie so einen komischen Grand Prix, der weiß ich nicht von wann war. Ich kann mir vorstellen, Jay mag die Hymne von diesem Land. Ja. Kann man einen Taschenrechner benutzen? Ja. Klar. Wie lange war denn Bahrain? Also gewonnen hat dieses Rennen Michael Schumacher. Uff. Dann ist es... Hä? Ich jetzt aber nicht erwartet. Der Einzige, der noch rechnet, ist Dave. Boah, ich geb mal... Ja, warte. Da muss ich auch kurz nochmal rechnen. Nee, da musst du nochmal schnell ändern. Er hat eine Chance erkannt. Machen wir mal... Ich rechne mal 2 drauf. Okay. Warte. Ja, ist ja gut. So, ich bin eigentlich zufrieden. Ne, ich bin zufrieden. Bist zufrieden? Ja. Okay. Wenn alle zufrieden sind, dann gehen wir mal durch. Also, es handelt sich um Monza 2003. Gewonnen, wie gesagt, Michael Schumacher. Peter tippt. Ich dachte, das ist nicht. Peter tippt 69 Minuten. Also Uiui. 1 Stunde und 9 Minuten. Uiuiui. Jay tippt 1 Stunde, 13 Minuten und 45 Sekunden. Und Dave tippt 1 Stunde und 19 Minuten. Also 79 Minuten. Alter. Das ist ganz schön knapp.
Aber die Punkte, die gehen an Jonathan. Damn it. Denn der war auch wirklich knapp daneben. Er hat getippt 1 Stunde 13 Minuten 45 Sekunden und das Rennen dauerte 1 Stunde 14 Minuten und 19,838 Sekunden. Krass. Ja, Mann. Was ist denn das für eine Durchschnittszeit? Eine schnelle. 53 Runden fahren die, glaube ich, ne? Auf Monza. Nein, ich habe mit 57 gerechnet. Ja, ich meine, die fahren 53 Runden. Ich habe mit 57 gerechnet. Diese 53 Runden haben auch 5 Leute geschafft. Schumacher, Montoya, Barrichello, Raikkonen und Mark G. Ja, okay, dann ist es ja noch langsamer, als ich dachte. Gene. Dann ist ja eine Durchschnittszeit von 1,24 gewesen. Ich habe mit 1,21 gerechnet und was draufgerechnet. Ja. Die schnellste Runde hatte Michael Schumacher mit 1,21,8. Was? Guck mal an. Jay, habe ich die 3 Punkte gegeben, ne? Ja. Mir fehlen, glaube ich, noch 10. Ah, gucken. Vielleicht kriegst du ja die nächsten 3 mit Frage 19. Welche Rennserie wird ab der Saison 2021 neu als offizielle Support-Serie in die Rennwochenenden? Jay. Die. Scheiße, du willst jetzt den genauen Namen haben, oder was? Also auf jeden Fall ist es die Frauenformula. Formula Women oder ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß gar nicht, ob sie, also die W-Series, beziehungsweise die W-Series, die Women Series, ja. Rennserie mit ausschließlich. Die haben jetzt Formel 2, Formel 3 und Frauenserien aufgeteilt auf quasi die ganzen Rennwochenenden und eines dieser 3 Sachen findet dann an dem Rennwochenende immer statt. Finde ich auch nicht so geil. Ich finde es cooler, wenn du spezielle Sachen, also ich fand das ganz cool, als F2 und F3 beispielsweise zusammengelaufen sind. Immer. Fand immer nice, aber naja. Warum nicht die Formel 4? Also die W-Series wird im Kalender 2021 8 Rennen im Rahmen der Formel 1 da haben. Hoffentlich in Jeddah. Saisonfinale, wer sich für die W-Series interessiert, ist übrigens in Nordamerika vom 22. bis 24. Oktober. Circuit of the Americas in Austin, Texas. Ja, aber GT, das wusste ich nicht, Jay. So, guck mal. Nehme ich mit. Hast du die nächsten Punkte gemacht. Frage 20. Ja, das Thema Frauen in der Formel 1. Bisher ein eher kurzes Kapitel, dem man aber dennoch Beachtung schenken sollte. Wie heißt denn die einzige Frau, die je... Jay? Ich tippe jetzt mal auf entweder Susie Wolf oder Susie Stoddart dürfte... Ich weiß nicht, was drin steht. Oh, Susi, was nicht. Die Punkte holen konnte. Ist es Ella Lombardi? Bürgerlich Maria Grazia Lombardi. Ach, krass. Denn die Frage war, wie heißt denn die einzige Frau, die je Punkte in der Formel 1 erzielen konnte? Ey, von wann war das? 0,5 Punkte beim Großen Preis von Spanien. 1975 war der letzte Grand Prix auf diesem Circuit. Voll krass. Zuschauer dabei ums Leben kam. Oh, der ist nicht lustig. Aber nee, das ist nicht witzig, aber die Punkteverteilung war dann noch eine andere. Deswegen ist 0,5 Punkte so eine, so, hä? Das ist halt aber auch so, guck mal, eine Frau hat jemals Punkte in der Formel 1 geholt. Aber nicht einen Punkt, sondern einen halben. Das ist halt ja, aber ich finde es halt total erstaunlich, dass das 75 ist, die Zeit. So, ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube aber auch, der halbe Punkt kam wahrscheinlich daher zustande, dass halt irgendwann die rote Flagge war. Und wenn du nicht eine gewisse Renndistanz überschritten hast, gibt es nur halbe Punkte. Aber hey, Formel 1 Punkte geholt. Also mehr erreicht als die meisten Männer zusammen. Genau, viele haben das gar nicht geschafft. Dann kommen wir doch wieder direkt zurück. Eine andere bekannte Frau in der Motorsportwelt ist Susi Wolf. Die Ehefrau von Toto Wolff. Was ist ihre aktuelle Jobbezeichnung? Ach du Scheiße. Was macht Hausfrau. Wie genau muss es sein? Keine Ahnung. Nein, Jay. Wie genau muss es sein, Chris? Wenn du mir sagst, was die macht und ich genau direkt weiß, was du damit meinst, dann ist alles in Ordnung, Dave. Ich glaube, die ist Teamchefin bei einem Formel-E-Team. Ach krass. Ja, und zwar bei Venturi Racing. Ich war mir nicht sicher, ob es Teamchefin war, aber... Genau, Teamchefin. Hat da bestimmt Toto auch seine Finger im Spiel, dass er wahrscheinlich da irgendwie Prozente von hat, oder? Wieso meinst du, das kann die nicht alleine? Nein, einfach nur, dass...
Nein, das meine ich nicht damit. Ich meine nur, dass Toto gerne sein Vermögen in die Formel, in die Formel wegen spreadet. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Frage 22. Zurück zu Frauen in der Formel 1. Für welches Team war die Kolumbianerin Tatiana Calderon in 20... Alfa Romeo. Oh! In 2020 als einzige weibliche Testfahrerin aktiv. Alpha ja, Romeo. Ich dachte, jetzt meinst du Formel... Ich dachte, jetzt kommt die Formel 2-Frage. Holy shit, ey. Nee, deswegen am Anfang zurück zu Frauen in der Formel 1. Also, stimmt. Wir haben die 100-Punkte-Marke geknackt. Alle zusammen. Ist Teamsport, Konstrukteurswertung. Du bist in einem anderen Team, Dave. Wir fahren gegen dich. Achso, okay, schade. Frage 23. Wie viele Stunden Trainingszeit haben die Fahrer in der Saison 2021, Dave? 3 Stunden pro Wochenende. Ich dachte schon, ich hab schon gerechnet. 3 Stunden mal 23. Genau, die Freitagstrainings werden von je 90 auf 60 Minuten gekürzt. Das hat man sich wahrscheinlich überlegt, weil große Teile der Zeit einfach da nichts passiert. Mhm. Hat's auch weniger Köpfe. Gute Idee auf jeden Fall. Ja, Frage 24. Oh, das könnte wieder, ne? Lasst mal die Hände in der Maus. Wofür steht das DAS-System, welches ab dieser Saison... Jay. DAS? DAS. Scheiße! Ich hab... okay. Drag Reduction System. Ich hab DRS verstanden. DA wie... Ja, ich hab DRS verstanden. Das ist Dual Axis Steering. Ermöglicht das Anpassen des Ackermann-Winkels durch Ziehen und Drücken des Lenkrads. Diese Saison nicht mehr erlaubt. Tja, schade. Nächstes eine Schätzfrage. Haha, guck mal an. Frage 25. Wie hoch ist die diesjährige Budgetobergrenze, auf die sich die Teams in den Concord Agreements geeinigt haben? Oh, das könnte sein, dass es... Dieses Jahr gibt es auch eine? Okay. Gilt nur für Werksteams. Kundenteams müssen mit weniger Geld auskommen. Also, wir reden von US-Dollar. Oh. Nein, Jay, bitte in Geld. Achso, okay. Hast du den aktuellen Währungsumrechner? Nee, Moment. Du, da kannst mir auch, also, du kannst mir auch Euro schreiben. Das ist mir ich hab keine Ahnung. Ach komm, das ist... Nee, ich ändere das nicht. Bauchgefühl. Oh. Kurz ins Französische abgedriftet. Oh. Die rechnen immer so komisch. Okay, da stehen 3 Zahlen. Ich weiß noch nicht so ganz, was Mercedes zum Quadrat ist, aber... Aber Jay tippt 180 Millionen, Peter 120 Millionen und Dave sagt 148 Millionen. Und geeinigt haben die sich auf 145 Millionen. Oh, krass. Krass, ey. Auf die Millionen, genau. Also. Wer ist dann näher dran? Ja, stimmt. Theoretisch, via Umrechnung könnte Peter dran sein. Bei... Wie viel hatte Peter? 180? Ich hatte 120. Millionen, hattest du nicht 149 und richtig war 144? Ja, ja. Ja, dann ist aber in Euro. Dave. Ja, aber so stark ist das nicht. Er hat gesagt, den US-Dollar wollte er. Naja. Frage 26. Für welche Platzierung erhält ein Formel-1-Pilot 6 Punkte? Für die 7. Platzierung. Für die 7. Platzierung. Ich muss das immer so runterzählen. Ich kann mir das irgendwie... Ich muss immer bei 2 anfangen. 1, 2... ich möchte gerade anmerken, Peter bekommt den Punkt, weil 145 Millionen nach dem aktuellen Rechnungskurs sind 123 Millionen Euro. Nee, warte mal. Ja. Ich muss meine Zahlen... Nee, ist schon gut. Lass die Punkte mal bei dir. Nee, warte mal. Nee, ich habe 175 Millionen Euro. Denk mal während den nächsten Fragen noch mal ein bisschen darüber nach. Also ich habe ja 175. Ich habe 148 Millionen. Ich wollte einfach die nächste Zahl haben und wir haben doch einfach Zahlen eingegeben. Hast du ein Eurozeichen? Ja, ich habe Euro, ja, in Euro habe ich es eingegeben. Und 148 Millionen Euro sind 175 Millionen Dollar. Pass auf. Das heißt, ich bin 35 Millionen weg. Ob 3 Millionen Euro
quasi 25 Millionen Dollar. Ja, tut es. Tut es. Ich bin bei 148 Millionen Euro gewesen. Das sind 175 Millionen Dollar. Damit bin ich 30 Millionen entfernt und Peter ist 25 Millionen weg von den 145. Ja, dann. Wieso hast du es denn in Euro eingegeben? Ja, weil ich dachte, dass es, dass ich die Nachrichten in Euro gelesen hatte, aber scheinbar war es Dollar. Ah. Dann kriegt Peter die Punkte. Ja. Okay. Belastend. Ich denke, ihr wart in einem Team. Ja, ja. Aber auch im Team hast du eine gewisse Konkurrenz. Das ist dein größter Konkurrent im Team. Ja gut, das ist ja ein bisschen wie Verstappen gegen Albon gerade. Du Mieser. Wie gemein ist das, Alter? Wir sind nur 6 Punkte auseinander. Jemals Albon 21 Punkte zu 20 Punkte fahren würde. Ach so. Also Frage 27. Jay. Okay. Geht ein bisschen, ihr müsst wieder so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Und zwar ins Jahr 1977. Oh. Da erzielte Hans Haier beim Großen Preis von Deutschland eine einmalige Leistung. Welche war das? Was kommt denn hier? Er hat als einziger das Rennen beendet. Nee. Schade. Hans Haier, ey. Er ist schlafend durchs Ziel gefahren. Ist bis heute einmal? Oh, vielleicht habe ich das sogar mal gehört. Oh. Ist als blinder Mensch eine Runde gefahren. Schade, habe ich doch nicht gehört. Ja, Peter, das war vor... Das hatten wir mal. Welche einmalige Leistung erzielte Hans Haier beim Großen Preis von Deutschland 1977? Ist es halt bis heute einmalig? Wahrscheinlich. Also ich habe es jetzt nicht nochmal von irgendwem gehört. Weiß nicht, ob es in den letzten 3 Jahren nochmal passiert ist, denn die Quelle ist 4 Jahre alt. Keine Ahnung. Ey. Ansonsten keine Ahnung. Sage ich einfach mal, ich schließe die Frage in 3. Ich habe einfach mal 2 Punkte verschenkt. 1. Danke. Gut. Also, der gute Hans Haier hatte DNQ, DNS, DNF und DSQ in einem Rennen. Also, er qualifizierte sich nicht, er startete nicht offiziell, er beendete das Rennen nicht und er wurde disqualifiziert. Scheiße, das habe ich letztens auch im YouTube-Video gesehen, tatsächlich. Oh mein Gott. Ja, ja, gut. Wie es dazu kam, könnt ihr gerne googeln. Talentiert. Keine Punkte für irgendwen. Und ich war beim Podium beim Heim-GP in Deutschland. Frage 28. Wie viele verschiedene Motorenhersteller hatte das Scuderia Alfa Tauri / Scuderia Toro Rosso Team bisher? Jay. 3. Peter. 2. Ja. Jay. 4. Also Ferrari. Ja. Renault. Ja. Honda. Ja. Das waren meine 3, die ich geantwortet habe. Dave hat gerade noch den einen geworfen. Cosworth. Okay. 2005 war oder was? Nee, 6. 5? Ah. 6. 6 müssen es sein. The fuck is Cosworth, Junge? Ford. Das ist der Motor, mit dem die meisten Siege geholt wurden. Oh. Belastend. Cosworth war 2006. Das ist doch Ford, oder? Der stimmt. 3.0 V10. Ja, die hatten als einziges den V10-Motor, der gedrosselt wurde. Stimmt. Alle anderen hatten V8. WM-Rang hat trotzdem nichts gebracht. 9. sind sie geworden, 1 Punkt. Immerhin vom Midland. So. Ja. Frage 29. Was gehört in der Formel 1 zum sogenannten Hattrick? Bitteschön, Dave. Sieg, schnellste Runde und Pole Position. Ja. Yep. Der Unterschied zum Grand Slam, bei letzterem muss jede Rennrunde durch den entsprechenden Fahrer angeführt werden auch noch. Das ist schon, Grand Slam ist schon, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Ja, Schumacher 2-4, nee, 2-3, 2-4, 2-2, irgendwann hatte der viele. Vettel 2-11. Also generell für jede die Saison. Michael Schumacher schaffte in seiner Karriere 22 Hattricks. Ja. Das ist schon ein Move. was sind denn die Punkte? Dave ist bei 73, Jay bei 33, Pete bei 22. Müsst ihr euch im Team auch noch ein bisschen reinhängen. Ja.
Okay, da streng ich mal ein bisschen an. Ja, Frage 30. Bei welchem Team begann der letzte deutsche Weltmeister seine Formel 1 Karriere? Jay. Scheiße, Williams. Nee. Ja. Okay, da ich gehe mal davon aus, dass Scheiße kein Team ist. Nee, Scheiße ist nicht. Oh, sorry. Williams ist richtig. Boah, ich dachte erst Vettel und dann wollte ich BMW sagen, bis mir dann einfiel, Scheiße, es war ja noch Nico dazwischen. Nico Rosberg, genau. Das war Williams. Also der ist nur für Williams und Mercedes gefahren und deswegen ist Williams richtig. Sehr gut. Frage 31. Und in welchem Jahr gewann sein Vater den Weltmeister? 1982. Ja. Yeah. Krake. Warte einfach. Kannst du von 80 an jeden Weltmeister so aufzählen oder ab einem gewissen Dings oder weißt du einfach nur, weil es Rosberg ist? Mit Jahreszuordnung? Also ab 80 könnte ich es wahrscheinlich hinbekommen. Boah, krass. Ja, okay, will ich nicht. Mit aber Jahreszuordnung. Reicht mir schon. Reicht mir schon. Das ja, krass. Heftig. Also War gut. Frage Nummer 32. Wie viele Kurven gibt es beim großen Preis von Österreich? Nein. Jay. 11. Ich geh gerade mal die Strecke durch. Ach komm, du mieses Stück, Alter. 10. Scheiße. Come on, ey. Mann. Es sind nur 10. So unlucky. Gibt auch einen Funfact zu. Das ist bestimmt eine 11. Gibbet bestimmt. Ja, bestimmt. Jay, dieser Linksknick vor der Haarnadel im ersten Sektor. Die ist die 11. Richtig? Nee, das ist die 10. Weil eine Grand Prix-Strecke muss mindestens 10 Kurven haben. Deswegen haben die das als Kurve interpretiert. Ach, scheiße. Also wenn du aus der Box rauskommst, da dieses leichte nach links fahren, bevor du den Berg, oder ich glaube, da bist du schon dabei, den Berg hochzufahren, ne? Ja. Das ist tatsächlich die zweite Kurve. Also das ist ein bisschen witzig. Die Boxeneinfahrten sind ja auch 2 Kurven. Nee. Die ist nur. Ist aber eine schöne Strecke. Ach so, doch. Auch wenn die nur wenige Kurven hat. Ja, würde mich mal interessieren, weil die 9. Kurve, ich sehe gerade die Strecke, die fährst du ja noch. Und dann fährst du in die Boxeneinfahrt. Und die 10. Kurve ist ja auf der Strecke. Also fährst du ja gar nicht 2 Kurven, sondern offiziell nur eine. Oder? Ist irgendwie verwirrend. Kein Plan. Auf jeden Fall gibt es 10 Kurven in Österreich. Das war vollkommen richtig. Und die nächste Frage ist wieder eine Schätzfrage. Da dürft ihr wieder alle tippen. Und zwar einfach nur eine Zahl. Für wie viele Rennen hat Pirelli 2021 die C5-Reifen freigegeben? Das die härtesten? Ja, ne? Oder waren das die weichsten? Scheiße. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht gesagt. Das sind die weichsten. Die C5 sind die... Das sind die weichsten? Jo. Ja, macht Sinn. Also kleiner Tipp, dadurch, das sind die weichsten, weil... Die C1 werden nicht in Monaco gefahren, die C2 auch nicht in Monaco gefahren. Es sind nur 3, 4 und 5. Dann sagen wir mal... Nee. So. Das ist nicht schlimm, Peter. Du bist der Einzige, der jetzt die Zahl getippt hat. Ach so, die anderen überlegen ernsthaft, welche Strecken sein könnten. Okay. Ja, natürlich überlege ich ernsthaft. Ja, weil grob überschlagen... Der hat auch getippt. Wenn zwei das gleiche tippen, nehme ich den, der zuerst getippt hat. Fehlt noch Dave. Okay, alle final. Du hörst dich noch so ringend an. Ja, ich überlege noch eins mehr oder. Ja. Also, Peter tippt, die haben die weichesten Reifen, die C5, für 9 Rennen freigegeben. Verdammt. Jay tippt 6 Rennen. Ich hab extra nochmal umgeändert, nachdem du gerade gesagt hast. Bei Peter hätte er verdammt gesagt, glaube ich. Nein, du hast gesagt, weil du gesagt hast, die als erstes getippt haben, der kriegt dann den Punkt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Peter hat auch 5. Ach so, nee. Peter hat 9, Jay sagt 6 Rennen und Dave sagt 2 Rennen. What? Die C5. Ich dachte, jeder City Circuit wäre quasi C5. Monaco auf jeden Fall. Singapur. Das vorgegeben. Ja. Singapur. Und vielleicht Russland? Russland. Verdammt! Jeddah. Aserbaidschan, also, Abu Dhabi und Kanada.
Damit trifft Jay mit 6 exakt. Yes. Krass. Alter, dass die da überall die kann C5 da mitnehmen. Auch krass. Ja, also Kanada wundert mich ein bisschen. Ja gut, das ist halt, die werden die halt wahrscheinlich nie fahren. Außer in der Quali, die Ferraris, damit sie Q3 schafft. Als 1. Q1, ich weiß nicht, ob Ferrari genauso eine Lachnummer wird wie letztes Jahr. Da lasse ich mich echt nur überraschen. Ich bin auch mit meinem, also ich bin sehr gespannt auf die ersten Trainings, die für uns jetzt morgen beginnen. Für euch ist das Rennen schon gelaufen, also. Sprichst du gerade zu Ferrari? Für euch ist das Rennen schon gelaufen? Ja, mal gucken. Frage 34. Wie sieht das eigentlich jetzt aus? Die Jay hat auch Punkte gemacht. 39 Punkte hat Jay. Dave hat 80. Ja, jetzt wird es langsam 23. wirklich zu Verstappen, Albon, wenn er zu weiter geht. Wir haben noch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen. Jetzt kommt Frage 34 und da gibt es wieder A bis D. Aber lasst mal kurz die Frage. Wie groß ist die Distanz zwischen den einzelnen Startreihen in der Formel 1? A, 8 Meter, B, Dave? A, 8 Meter. B, 6... B! Sorry, ihr Ficker. B, 16 Meter, C, 20 Meter oder D, 25 Meter. 8 Meter sind es zwischen den einzelnen Plätzen. Ah, oh Gott, ja. Und wow, zwischen den Reihen ist es dann halt logischerweise doppelt so viel. Ja, okay. Okay, fair enough. Frage 35. Ja, war eine Trickfrage, ne? Ich meine. Wie heißt die Formel-1-Strecke, auf der beim großen Preis von Mexiko gefahren wird? Dave. Autodromo Hermanos Rodriguez. Alter. Korrekt. Benannt nach den Brüdern. Ich war bei Circuit of the Americas, Ricardo, das wüsste ich. Aber nicht Mexiko. Aber ja, der Name sagt mir was. Also habe ich schon mal gehört, aber bin ich jetzt auch nicht hingekommen. Frage 36. Welche drei Fahrer standen am häufigsten gemeinsam auf dem Podium, wenn die Reihenfolge egal ist? Welche Fahrer? Ever. Standen am häufigsten gemeinsam auf dem Podium, wenn die Reihenfolge egal ist. Ich denke, das ist ever, ja. Das ist noch nicht lange her. Peter. Schumacher, Hacking, Massa. Peter, Alter, noch nicht fünf Saisons zusammen. Okay, keine Ahnung. Nee, keine einzige. Jay. Ja, Schumacher, Barry. Oh. Lewis Hamilton. Ich bin direkt wieder weggeschmissen. Bottas. Und ich sag einfach Bottas. Also bitte. Okay, dann sag ich Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Max Verstappen. Hamilton, Rosberg und Vettel. Wow, krass. Also, insgesamt haben die 14 Mal auf dem Podium gestanden. Hamilton, Bottas, Verstappen sind aktuell vor Saisonstart 2021 bei 13, könnten ja, also den Rekord einstellen. Aber nicht Hamilton? Ja, also da müsste Mercedes richtig reinkacken. Das könnte jetzt nicht passieren. Aber Hamilton, Rosberg und Vettel sind... Also Hamilton wird Podien kriegen, bei Bottas bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, also komm! Also. Was denn? Ist ja auch ein Mittelfeldfahrer. Die haben jetzt einen guten häufig. Red Bull-Fahrer. Ist ja auch ein Mittelfeldfahrer, der Bottas, ne, Jake? Das ist er. In einem ziemlich Weltklasse-Auto. To whom it may concern, sag ich nur. 87 Punkte hat Dave, Jay jetzt 48, Peter 26, gerade wurde ein paar Mal. Ja, man muss ja auch ein bisschen drücken. Ja. Frage 37. Was ist eine Torque-Map? Was? Dave. Das ist eine Motoreinstellung, wie quasi Gas gegeben wird oder wie die Gasannahme ist. Das hab ich noch nie gehört. Oder verwechsel ich das gerade? Da fehlt mir ein bisschen was. Ja, gib ihm die oder Punkte nicht. Sehr gut. Nee. Was ist eine Torque? Ist es die Telemetrie, wie quasi die Leistung oder das Drehmoment aufgenommen wird? Okay. Ah, verdammt. Drehmoment ist da. Ich darf wieder, also Drehzahlkennlinie, die zur Abstimmung des Triebwerks genutzt wird, um zu erkennen, wie viel Newtonmeter hab Drehmoment ich in im Motor einer bestimmten Leben Geschwindigkeit noch nicht gehört und Gaspedalstellung produziert.
Ich hab keine Ahnung. Torque ist immer bei Top Gear relevant gewesen. Ja, ich habe so viel Torque bei den, also bei den Torque, Drag Races. Ja, ne, also das schon, aber irgendwie Torque Map, keine Ahnung. Frage 38. Wir gehen wieder zurück. Weit zurück in der Geschichte. Wie heißt der 1930 geborene Träger des Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, welcher besser für seine kontroversen Meinungen und lange Tätigkeit als Geschäftsführer der Formel 1 bekannt ist? Jay. Ich bin halt am Arsch. Der Geschäftsführer der Formel 1? Ich sag jetzt einfach Niki Lauda. Lange Zeit. Weil ich ja nie gedacht habe, bis der Geschäftsführer kam. So eine Kacke. Was? 1930 geborene Träger des Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, welcher besser für seine kontroversen Meinungen... Ja, Bernie Ecclestone. Bernie. Hä, der ist Österreicher? Nein, der hat nur den Ehrenpreis in Österreich gekriegt. Das hat mich auch erst verwirrt. Oh mein Gott. Bernie Ecclestone ist natürlich Engländer, also aber hat halt das Ehrenzeichen von Österreich bekommen, ja. Ganz ehrlich, der wäre der Einzige, der mir einfallen würde, wenn die Zahl 1930 fällt. Ja, ich weiß auch nicht, wieso Niki Lauda hat mich einfach verwirrt wegen Österreich. Ich habe nur noch an Helmut Marko gedacht. Aber ja, das Österreich-Ding war krass. Von 1930, der ist jetzt einfach 91. Oh, stimmt. Ja, es sieht so aus, aber... Ich habe es auf rund 70 schon geschätzt, aber es liegt ein paar Jahre zurück. Wenn ihr könnt... Dann guckt mal gleich kurz in TS in den Chat, denn die Frage 39 möchte ich natürlich nicht verballern. Und die Frage ist, zu welcher Rennstrecke gehört die Lippinglee? Das ist ganz klar. Verdammt, da Dave nicht Spa geantwortet hat instant, ist es nicht Spa und ich sag, das ist Magny-Cours. Nee. Was? Manni, was? Ich habe mich wieder darauf vorbereitet, darauf irgendwas anzuklicken oder so, aber... Ja, du kannst den Buzzer. Wozu gehört die Lippingle? Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Wem muss aber ich dir die Rennstrecke, Rennstrecke nennen, den Namen der Rennstrecke, oder darf ich dir das Land nennen? Du darfst mir auch das Land nennen. Ja, Polrika. Nee, das ist doch nur Turn 1, 2, 3 und so weiter, oder? Als ob die Kurvennamen hätten dort. Also Lippingle ist eine Haarnadelkurve. Ja, das komm. Ist auf jeden Fall nicht Spa. Nee, das ist Kurve Nummer 10. Lippingle. Komm, da kriegen wir hin. Monaco. Jetzt haben wir alle Französischsprachigen quasi fast durch. Ja. Kanada. Natürlich. Ah. Oh mein Gott. Gilles Villeneuve, Kanada, Montreal. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und das ist eine Schätzfrage. Oh. Zwei. Ich bin wieder eine normale Zahl. Wie oft kam es in der Geschichte der Formel 1 vor, dass alle gestarteten Fahrer ins Ziel kamen? Oh mein Gott. Wie viele Rennstarts gab es denn? Bis zum Ende der 2020er-Serie gab es insgesamt 1035 offizielle Formel 1 GPs. Okay. Ich mach nicht und zuletzt zwei, wurde das erreicht, dass alle Fahrer davon ins Ziel kamen. Das war Österreich 2019. Das war das letzte Mal, oder? Das war das letzte Mal. Uff. Ansonsten ist immer irgendwer aufgestanden. Boah, das muss ja der richtige Langweiler rennen. Ach komm, scheiß drauf. Langweiler rennen, wenn alle ins Ziel kommen? Oh, weiß ich nicht. Ja, schon in der Regel. Was war denn Österreich 2019? Ja, dann passiert ja nichts. Leclerc gegen Verstappen war da. Na, guck mal. Haarnadelkurve. Ach, das war... Ja, stimmt. Da ist doch... ja. Ist das eine Haarnadelkurve? Ja, schon. Ja. Das ist eine 90 Grad, also 90 plus Grad Kurve, glaube ich. Peter, da fährst du wahrscheinlich nur mit 100 durch, von daher. Ja. Eigentlich 90 plus, weniger als 90 Grad, Entschuldigung. Okay. Das ist 90 plus. Einfach quasi. Ah, nee, Dave Kurve. Ist noch am Hadern. Ja. Ja, ich geb's jetzt ein. Gib's jetzt... Ja, bleibst du dabei? Ja. Okay, Peter... hat getippt. Und zwar die Feuerwehr. 112. 112 ja, Mal. Als ob. Jay sagt, das Ganze ist in 1035 Rennen zweimal vorgekommen. Und Dave sagt, das ist 10-mal vorgekommen. Oh, okay. Oh, scheiße. Du kriegst bestimmt trotzdem vielleicht den Punkt. Ja, oder ich glaube fast schon Jay. Das ist super selten passiert. Nee. Ja.
den Punkt. Also gerade früher hatte immer irgendeiner, keine Ahnung, Getriebeschaden, Motorschaden, konntest ja echt drauf beharren. Das ist richtig. Die Punkte, die gehen an Dave. Denn es ist nicht 7-mal gewesen. Scheiße. 7-mal. Wie gesagt, sehr knapp. Zählt, hast du da eine Liste zu? Ja, da gucke ich auch gerade nach, denn wenn das nur 7-mal ist, dann kann das ja nicht. Zählt der USA 2005 dazu? Weil da sind ja 14 von den Autos. Kann ich mir nicht vorstellen. Nach der Einführungsrunde reingefahren. Die haben ja dann DNF. Oder gar nicht ein. Did not start. Ne? Aber es sind ja 6 Autos, die gestartet sind, sind ins Ziel gekommen. So. Schade, bei diesen Podiumspositionen habe ich kurz gedacht, Scheiße, ja, vielleicht geht's auch mit der 100. Wir haben das so knapp verkackt. War wirklich, das war wirklich verkackt. Hätten wir gewonnen zusammen. Scheiße. Also, die wenigsten Ausfälle in einem Rennen bis zur Saisonende 2020, das heißt, alle Starter landen im Ziel, gab es beim Großen Preis der Niederlande 1961 in Zandvoort mit 15 Leuten, in Italien in Monza 2005 mit 20, USA, also das ist krass, weil von 61 bis 2005 ist es nicht vorgekommen. Italien 2005, Monza 20 Leute, USA 2005, Indianapolis 6 Starter, Europa, ach, Europa Leute, GP wo die 6 in Valencia 2011 24, GP China 2016, Shanghai 22, GP Japan 2016, in Suzuka 22 und Österreich dann 2019 in Spielberg mit 20 startenden Fahrern. Krass. Uff. Ja, damit gewinnt Dave. Keine gerade gegen Team Pizmeet. Beim Formel 1 Quiz und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und konntet ein bisschen mitraten. Genießt jetzt neu angefangene Saison der Formel 1 und wünsche euch damit weiterhin viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.